Und damit herzlich willkommen zu dem letzten Spiel von Deutschland, nämlich Deutschland gegen Griechenland. So, meine Ausstellung vielleicht ein bisschen. Heute auf dem Programm die Begegnung Deutschland gegen Griechenland. Die WM ist natürlich das große Ziel jedes Spielers, egal aus welchem Land du kommst, egal in welcher Liga du spielst, einmal bei der WM dabei zu sein. Goretzka, Gomez und Brandt habe ich vielleicht eine ganz gute Chance. Das spürst du selbst bei den abgebrühtesten Profis, alle wollen hier dabei sein. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Deutschland hat noch Zeit, ein Zeichen zu setzen, was sie eigentlich schon bei den Vorrunden geschafft haben. Wie zum Beispiel der 3-0-Sieg gegen Spanien. Ich glaube, das ist Zeichen genug. Timo Werner. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Jetzt kriegen sie hier diesen Einwurf. Wird's jetzt gefährlich? Mitrolu. Ui. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da kommt der Schuss. Da macht das dem Torhüter nicht wirklich schwer. Ja, das war sein schwacher Fuß. Trotzdem, auch damit sollte er einen besseren Abschluss hinbekommen. Groß. Werner. Ja, großartig. Brandt. Deutschland mit Drang nach vorne. Christodoulopoulos. Stafelidis. Mitrolu. Fortunis. Ganz passen Sie den Ball da hin und her. Ja, geh weg. Rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Brandt. Goretzka. So. Jetzt die deutsche Mannschaft. Nach dieser Folge kommt auch mein. Der passt ganz genau. Fast nur dann ins Tor. Uff. Das Tor ist schön. Das Tor ist wirklich sehr, sehr schön. Der Ball geht vom Innenpfosten rein. Und da gehört dann natürlich auch Glück dazu, das kann man nicht anders sagen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Brandt. Die deutsche keine so schlechte Idee, ihn aufzustellen. Ja, aber nochmal, was ich sagen wollte. Nach diesem Spiel der Ball bleibt bei kommt ein Video von geht jetzt was für meinem noch unbekannten Projekt. Also ich weiß natürlich, was das ist, nur ihr wisst es halt schön nicht. Ne? Ballverlust. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Khedira. Mario Gomez am Ball. So langsam wird's. Jetzt vielleicht. Goretzka. Oh. Den hält er super. Klasse Einsatz, faires Tackling. Einwurf Deutschland. Kimmich. Brandt. Mario Gomez. Christodoulopoulos. So. Samaris. Jetzt wird's gefährlich. Er ist frei, der kann. Fortunis. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Ja. Hector. Nun Hummels am Ball.
Brandt. Und jetzt Toni Kroos. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Er schießt. Abseitsstellung von Gomez. Ja, das oh, Gomez. Aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Die Perspektive war nicht gut. Die DFB-Elf greift hier an. Defensiv machen sie es gut. Fortunes. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Ja, da sagt Tor natürlich Dankeschön. Neuer. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1. 1-0 Führung. Damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. So. So, Deutschland gegen Griechenland. Deutschland mit der Führung aktuell. Der zweite Durchgang läuft. Groß. Das könnte die Chance werden. Gomez, den muss er machen. Oi, oi, oi. So, und damit willkommen zurück. Das Foul zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Es gab... ich hatte mit der Folge einfach schlechtes Timing gehabt und es gab während der Aufnahme Essen. Ja gut. Aber... lass ich meinen Zauberschnitt wieder gehen, dann geht das auch wieder. Werner. Da passt er auf und geht dazwischen. Fortunes. Super dazwischen gegangen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Gomez. Da zieht er ab. Ungefährlicher Ball und den ja, ganz ehrlich, ich freue mich sehr auf das Achtelfinale. So. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Fängt diesen Ball ab. Deutschland mit Drang nach vorne. Gomez! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das ich weiß nicht, ob ich... Moin, ich würde es ja schon gerne machen. Gomez macht das Tor. So lieben ihn die Fans, so wollen sie das sehen. Ein Torjäger wie ein Bundesliga. Nur ich weiß nicht, ob... hier nochmal dieser Treffer. Er es machen würde. Ich würde nämlich... das Achtelfinale. Also schon alle Achtelfinalspiele, vierte Achtelfinalspiele bis jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Warten wir erstmal ab. Goretzka. Und nun Gomez. Und jetzt die Chance. Und Tor! Da geht er flach rein ins Tor. Sehr gut gemacht. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Mit dem Tor baut die DFB-Elf die Führung aus. Ja. Sie haben hier scheinbar alles im Griff. Das ist eine klasse Vorstellung bisher. Die Führung in der Höhe völlig in Ordnung.
warte mir erstmal ab. Es ist bis jetzt ja der letzten Spiele kommen. Fahren wir erstmal das Ganze ab. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Manolas. Fortunis. Christodoulopoulos. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Reus. Jetzt ist die Kugel weg. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Goretzka. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Kimmich. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Knapp abseits. Aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich geworden. Es wird gleich zweimal gewechselt hier. So, Brandt geht, Draxler kommt. Jetzt Reus mit Zug zum Tor. Draxler! Ui. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Jetzt gibt es hier den Wechsel. So, dann wollen wir. Ist nicht mehr lang. Spanien und Deutschland haben sich. Die DFB-Elf greift hier an. Ja, den Einzug ins Achtelfinale auf jeden Fall verdient. Sie sind super aufgetreten, super gespielt. Gut dazwischen, weg ist der Ball. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Jetzt vielleicht. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Jetzt gibt's den Endspurt, 3 Minuten Nachspielzeit. Es geht mit Ball vorne rein. Da kommt der Schuss. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Aber das ist ja bekannt für Deutschland, dass sie sich unter den Favoriten aufhalten. Dass sie leider nicht. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Klar, Wolf. Das nenne ich einen überzeugenden Auftritt. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. So. So, bleib mal ganz kurz dran. Ich werde nämlich jetzt hier live in der Folge die Tabelle eintragen. Dann erfährt ihr direkt, wer ins Achtelfinale einzieht. So. Es wäre ja, Deutschland, Griechenland war ein 3-0. So, Spanien. Ja, ein Punkt. Rumänien. War ein Punkt im Minus. Minus 3.
In Griechenland. Wieder minus 3, das wäre minus 6. Dann Deutschland hatte 5 Punkte, wären 8 Punkte. So, finale Tabelle steht fest. So, ins Achtelfinale zieht Deutschland und Spanien ein. So, wir haben schon zwei Länder für das Achtelfinale. So, wir sehen uns dann bei den letzten Spielen von Gruppe B. Tschüss und haut da rein.